Ich habe eine Brillentheorie. Und zwar ist sie, warum tragen heutzutage alle Leute tragen Brillen wegen Sonne und so, aber alte Damen und Herren tragen Brillen, um die Säcke unter den Augen zu verdecken. Und ich habe halt auch eine Sammlung, die ich hier in Wien fast immer kaufe. Und zwar bei Hartmann. Und da gehe ich halt mit meinen Brillen und verdecke meine Säcke. Aber da ich im Moment nicht auf Schönheit aus bin, man wird nicht schöner. Ich habe auch noch eine andere Theorie. Wenn man es als junger Mensch wie eine Maus aussieht, dann wird man im hohen Alter fast immer schöner. Und die sehr Schönen werden dann ganz grässlich. Zum Beispiel die Eleanor Roosevelt, die als junge Frau gar nicht gut ausgesehen hat, hat dann wirklich in ihrem Alter viel besser ausgesehen. Das ist auch meine 100.000 Theorien. Und dann gibt es noch andere Brillen, die eigentlich gut sind, weil man... Und dann macht man so und alle Leute glauben, es ist was gebrochen, aber es ist nichts gebrochen. Also das ist die Brillentheorie. Der ist Genie bei Hartmann, der heißt Dieter. Und der ist so interessant.